Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel aus Liebe zum Film. Ja, wenn der gute Cinemanuel mal wieder sprachlos ist, dann muss etwas Besonderes passiert sein und ihr seht es hier. Zwei besonders große Pakete haben mich wieder erreicht. Mystery-Pakete vom guten Christopher, der gesagt hat, Mensch Manuel, ich hätte da auch noch ein bisschen was abzugeben. Und ja, herzlichen Dank erstmal Christopher an dieser Stelle. Ein bisschen was, da möchten wir nicht wissen, was bei ihm dann viel ist. Also, ich bin wirklich sprachlos und ich bin baff. Die sind auch ultra schwer. Diese Pakete, auch das hier ist echt der Wahnsinn. Gib dir mal das. Also, oh, ich lege das mal hier zur Seite. Das endet schon fast in einem Workout. Ich gerate jetzt schon in Schwitzen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Paket hier. Oh. Kartonmesser raus. Aber echt der absolute Wahnsinn. Also herzlichen Dank auch an alle anderen, die bisher immer was geschickt haben. Echt eine feine Geste und sollte hier dann wieder was dabei sein, was ich doppelt habe oder nicht brauche, werde ich das selbstverständlich an euch weiterreichen. Okay, also hier sehe ich schon mal ein paar CDs. Max Könighosen runter. War eigentlich der Atze, oder? Ah. Legen wir mal hier zur Seite. Dann haben wir Tankard, Hymns for the Drunk, Space Beer. Okay. So schaut das hier aus. Dann haben wir leere CD-Hüllen. Das hat er mir gesagt, dass er mir was schickt, dass man hier ein bisschen was hat, falls man eine kaputte alte CD-Hüllen hat, dann kann man das tauschen. Und dann haben wir hier jede Menge, also ich zeige euch das mal, der Karton ist dann voll mit Schutzhüllen. Ja, also seht ihr das? Sind das diese Dreier-Schutzhüllen? Die kann man eine rausnehmen. Oha, die sind ja mal richtig nice. Alles klar, das werde ich mal später testen und dann nochmal in dem Bericht zeigen, wie das Ganze sich dann hier zusammengefaltet aussieht. Ich lege das mal jetzt hier nur kurz zur Seite. Boah, das sind echt mega viele. Da werden wir definitiv auch ein paar abtreten. Und hier haben wir dann noch ein paar CDs. Und wie gesagt, leere CD-Hüllen kann man auch immer brauchen, wann immer man dann auch nur einzelne Disc verschicken möchte oder so. Also das ist schon mal eine coole Geschichte. Herzlichen Dank. Und jetzt muss ich nur gucken, wie man das Ding hier, das muss ich glaube ich, alter Verwalter, einmal umdrehen. Du hast einen riesen Oschi hier. Okay. So. Ich weiß nicht, hier muss ich es dann aufschneiden. Wenn es mal wieder länger dauert, sieht der Manuel. Okay. Okay, also ich hab's doch wieder falsch rum. Es geht. Boah, Alter. Boah, was? Was? Oh mein Gott. Ja, das müssen wir irgendwie. Also ich glaube, egal wie rum man das aufstellt, es wird schwierig. Okay, ich versuch's jetzt mal so. So, bleib stehen. Und mach so auf. Ey, das ganze Ding ist voller Filme, wie es ausschaut. Ich werde. Alter, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehme mal hier. Ich greife mal einfach rein. Und dann sehen wir das, was hier drin ist. Gucken wir es uns an. Kung Fu Panda. Haben wir hier Teil Nummer 3. Ich mache mal Stapel DVD und Blu-ray. Hey, Shanghai Nights. Cool. Hey, die ist doch, glaube ich, auch out of print oder Blu-ray oder DVD. Ich weiß es nicht, aber die Filme sind richtig geil. Jackie Chan und Owen Wilson mag ich. Und Shanghai Noon. Beide Teile.
Ist ja nice. Herzlichen Dank. Die sind richtig geil. Las Bandidas, kann Rache so schön sein? Haben wir hier. Dann haben wir Hinotori the Phoenix. Anime, okay. So schaut das aus. Dann noch eins aus dieser Reihe. Schöne Serie zu sein. Chapter of Revival. Aber ist auf Deutsch, wie man hinten sehen kann. Und hier noch eins. Mit einem Klarschuber. Also da kenne ich mich jetzt nicht aus. Falls ihr was dazu sagen könnt, gerne unten in die Kommentare rein. Ich nehme mal einfach hier weiter raus. Hier geht es weiter mit dieser Ding. Aha, schau mal, was das für einen schönen Schuber hat hier. Also diese Reihe geht hier weiter. Okay. Dann haben wir hier Blu-rays Justice League. Da schau an. Also ich werde die nachher dann mal nochmal durchsehen, was ich habe und was nicht. The Punisher haben wir hier auf Blu-ray. Das habe ich. Justice League habe ich. Kung Fu Panda habe ich auch. Können wir eigentlich gleich hier einen Stapel machen. Michael J. Fox und Sean Penn, die Verdammten des Krieges. Geil, das habe ich nicht. Coole Sache. Dann haben wir Mario Barth, die neue Weltrekordshow. Geil, ich mag Mario Barth. Das ist immer geil. Oh Mann. Dann geht's hier weiter. The Huntsman and the Ice Queen haben wir hier. Auf Blu-ray. Die können wir auch darüber, habe ich. Die neuen Pforten. Mega geil. Habe ich auch. Dann haben wir S. Kapitel 1. Sehr schön, können wir auch weitergeben. Habe ich hinten die Steelbooks, wie man sehen kann. Und S Kapitel 2 hat der Manuel auch. Also können wir auch weitergeben. Ihr seht es, hier ist schon mal ein richtig geiler Stapel dabei. Also Wahnsinn. Und ich würde mal sagen, machen wir einfach hier mit diesen DVDs weiter. Gucken wir uns das Ganze an. Was haben wir denn hier? Summer Breeze 2014. Scheint so eine Musik-CD zu sein. Oder DVD. Ha! Geil! South Park, der Film. Mega! Oh, geil. Ich liebe South Park. Ich sag's euch. South Park ist der Hammer. Cartman, Alter. Ich liebe den Kerl. Der ist einfach zu geil. Leider nein. Leider gar nicht live. Der Dennis, cool, mag ich auch und Comedy-Programme mag ich sowieso sehr gerne und kann man in diesen Zeiten gar nicht genug haben. Kaya Jana, All Inclusive, habe ich auch noch nicht, ist aber geiles Programm, cool, geil. Oh, da hat der Manuel endlich mal wieder was zum Lachen hier, geile Geschichte. Dann haben wir Highlander, die Quelle der Unsterblichkeit, das ist doch die Serie hier, oder? Zumindest ist es diese... Typ The Source, Highlander The Source. So, gucken wir mal hier. Also, das passt. American Pie Platinum Collection Edition, ungekürzt. Haben wir hier. Die können wir dann auch zu einem Stapel tun, den ich schon habe, zu DVDs. Aber hier ist, Alter, was, hier ist noch lange nicht Schluss. No One Lives, der beste Horrorfilm des Jahres. Luke Evans, die Schlachtplatte ist es hier. Das müsste aber die Cut-Fassung sein. FSK 18, soweit ich weiß, hat die Uncut-Fassung Nisbio JK. Kann mich aber täuschen. Also schreibt mir das gerne unten nochmal in die Kommentare rein. Da muss ich mal kurz was ausschalten. So. Okay, dann, Alter. Nehmen wir einfach mal das. Mada, bla bla bla. Geil, die wollte ich schon immer mal haben. Hier die Edition. Guck mal. Sehr schick. Lass mal aufmachen. Oha, mit allem drum und dran. Mega nice. Mega nice. Cool. Wow. Also wirklich, herzlichen Dank.
Aber es ist noch lange nicht Schluss, Freunde. Ich greife jetzt einfach mal hier rein. Hier haben wir noch ein Steelbook. Lemmy. Okay. Wow, mega geprägt. Weiß nicht, ob das mit diesen Abnutzungserscheinungen hier so sein muss, aber guck mal hier, wie geil das geprägt ist. Geile Geschichte. The Legend of Motorhead. Cool, das legt man hier auch zu diesen Special Editions rein. Oh, ich weiß gar nicht. Hier sind auch noch Blu-rays. Warte mal. Noch weiter Blu-rays. Total irre. Und darunter geht es noch weiter. Machen wir erstmal mit denen hier weiter. Wayne's World, Party On, Excellent, wir sind unwürdig. Hier könnten mal ein paar Mediabooks erscheinen. Geil, Storm Warning, Uncut Edition. Haben wir dann hier noch? Dann haben wir noch Doom, Carl Urban and The Rock. Warte, den tun wir darüber. Den habe ich schon auf Blu-ray. Kann man auch weiterreichen. Postman. Oh, cool. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Kevin Costner damals mit diesen epischen Filmen. Episch langgezogenen Filmen. Für manche auch ein Tick zu lang. Bärenbrüder. Hey, Bärenbrüder. Cool. Den habe ich noch gar nicht. Von Disney. Das ist ja mal geil. Also auf Deutsch. Steelbook habe ich, danke. Watchmen, die Wächter haben wir hier dann. Auf Blu-ray, den können wir auch weitergeben. Train to Busan. Hatten wir auch, können wir auch weitergeben. Air Force One haben wir hier noch. Den habe ich nicht, der kommt auf einen anderen Stapel drauf. Und Pan's Labyrinth haben wir hier auch noch. Also mega. So, richtig geil, aber es ist noch lange nicht Schluss, Freunde, es ist noch lange nicht Schluss. Ich mache jetzt erstmal hier die Reihe raus. Das ist ja, alter Verwalter, bist du irre, Mann. Boah, Christopher, was hast du getan? Was hast du? Hast du deine komplette Sammlung hier reingepackt? Ich werde verrückt, hier haben wir dann auch noch S in 4K. Wow, okay. Oh, hier haben wir sogar ein Mediabook. Ich werde verrückt. Hier haben wir sogar ein Mediabook von The Villainous. Ja, also richtig coole Geschichte. Das habe ich auch. Das können wir auch weiterreichen. Wow, Snake Eater Teil 3. Hey, in diesem geilen gezeichneten Mediabook von NSM Records. Guckt euch das an. Ich glaube, ich spinn. Wow, legen wir hier auch zur Seite. Josefa, eine unmoralische Frau. Das dürfen wir nicht zeigen. Aber dafür dürfen wir das zeigen. Jackass, meine Güte, wie geil ist das denn? Guckt euch das hier an. Cool. Auf den Stapel Radcliffe. Kenne ich auch noch nicht. Und auf dem Stapel hier drauf, Eis am Stiel, Teil Nummer 3. Cool, passt zum Sommer. Habe ich natürlich die ganze Edition. Die können wir hier hinlegen. Postman und Wayne's World habe ich auch. Und die zwei, die kommen hier vorne hin. Dann haben wir hier als nächstes Masters of the Universe. Geil. Yo, den habe ich auch noch nicht. Ja, Schande über mein Haupt. Die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, den habe ich. Habe ich mir den letztens geholt? Weiß ich nicht. Ich werde das nachher nochmal durchgehen und vergleichen. 50 Shades of Grey haben wir hier. Der kommt definitiv auf den Stapel zum Weiterreichen. Dann haben wir noch hier einen Horrorfilm. Honeymoon im Mediabook. Ja. Das kommt hierher. Dann haben wir Johann König, geil, mag ich auch. Richtig coole Geschichte, kommt hierher. Dann haben wir Kaya Jana, Made in Germany, geil. Ey, sogar mit Unterschrift, wie cool ist denn das? Also, heftig. Ey, nur ein Traum, Dieter Nuhr mag ich ja auch besonders gerne.
Also geil, da hat der Manuel was zum Lachen. Und mal wieder was von South Park, Imaginationsland, Fantasieland. Haben wir hier, sehr schön. Und, oh, The Voices, unglaublich fantastische Filme. Ist das der mit Ryan Reynolds, The Voices? Ja, in diesem Comic Art Media Book. Ja, wie geil ist das denn? Was er hier alles reingepackt hat, und das kann ich definitiv auch weitergeben, denn ich habe The Voices schon im Birnenblatt Media Book. Also ihr seht es, halt Honeymoon kommt darüber, das habe ich noch nicht. Und ihr seht es, richtig geil. Hero, Jet Li, da schau mal an. Kommt ihr nicht jetzt im Mediabook raus? Hätte er nicht letztens was gehabt? Ich meine ja, also von daher, okay, heftig. Aber das war noch lange nicht alles. Ich traue mich hier gar nicht mehr reinzufassen, das ist echt irre, was hier alles drin ist. Wir machen weiter mit X the Movie. Jetzt hätte ich ja, wenn dieser Film dabei gewesen wäre, dieser Animationsfilm, den ich zuletzt bei der Bucketliste gezogen habe, ziemlich beste Freunde, habe ich auch. Können wir auf den Stapel tun, Sin City. Haben wir natürlich auch. Und Thomas Jane und John Travolta hier im Punisher nochmal. Den können wir dann auch weitergeben. Also ihr seht es hier, richtig krass. Und jetzt Leatherface in der VHS Retro Edition sozusagen von Turbine Medien. Krass, Alter, das kann ich zu meiner Collection dazu tun. Die haben wir noch nicht, VHS Collection Edition. Oh wow, was? The Crow, die Krähe hier in der Holzkisten Edition. Haben wir am Start auch noch. Unfassbar. Ah, das ist die reine Holzkiste. Alles klar. Die fand ich damals gar nicht so schlecht, diese Editionen. Hab hier auch ein paar. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das da wieder zusammenkriegen. Komm schon. Jo, das kommt dann hier unten rein. Ich habe kaum noch Platz hier. Alter, was? Der König der Löwen Holzkisten-Edition. Wow. Also jetzt bin ich echt baff. Guckt euch mal dieses schicke Teil an. Christopher. Oh, Alter. Guck mal, 1, 2 und 3 sind hier drin. Die Blu-rays sind hier dann hier so drin. In dieser Edition. 1, 2 und 3 in der Diamond Edition. Kann man hier hinlegen. Also hier alle drei Teile dabei in der Diamond Edition. Heftig. Also ich bin sprachlos. Wow. Okay. Die tun wir mal gleich hier zur Seite. Oh, Alter, was? Peninsula Limited Deluxe Edition. Was? Alter Verwalter Christopher. Wow. Heftig. Respekt. Die muss ich jetzt auch, aber hier irgendwie unten abstellen, weil sonst kommen wir da gar nicht mehr zurecht. Und Alter, was? Oh mein Gott! Es ist also noch ein Stapel Filme. Ah, ich dreh durch. Oh, okay, also gehen wir mal diesen Stapel durch. Harry Potter und der Halbblutprinz. Geil, geht immer. Haben wir aber selbstverständlich schon. Harry Potter und der Orden des Phönix gibt es hier auch noch auf Blu-ray.
Hammer, Hammer auch. Das Dschungelbuch Diamond Edition. Das passt. Nochmal das Dschungelbuch. Oh, gleich zweimal. Okay. Das passt. Blade Trilogy, die Trilogie. Geil. Hab ich auch. Halloween Haunt. Ich glaube, den habe ich mir letztes Jahr reingezogen über Amazon Prime. Den legen wir mal hier zur Seite. Ich bin mir aber nicht sicher. Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Also richtig heftig. Sherlock Holmes haben wir hier dann. Da soll es ja jetzt weitergehen mit dem dritten Teil. Da bin ich mal gespannt. Dann hier auch noch. Also beide Teile habe ich schon auf Blu-ray auch. Gehen definitiv auch wieder raus. Wrong Turn haben wir hier auch noch den ersten Teil. Da kommt ja jetzt auch dieses Reboot oder so raus. Wrong Turn 2 gibt es hier sogar noch mit am Start. Können wir auch hier rüber. Dann Disney Collection, das Dschungelbuch aus den Classics nochmal hier. Dann haben wir Tarzan. Habe ich auch. Und dann haben wir hier noch mal Blade 2 so zusätzlich dazu. Also, das ist auch schon mal wieder ein Stapel, der hier dann noch rausgeht. Leute, die nächsten Wochenvlogs sind gesichert. Ihr seht es, es gibt jede Menge zum Weiterreichen an euch. Und hier nochmal ein Stapel Wrong Turn 3. Also ich werde das Ganze dann mal sortieren. The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot haben wir hier auch noch. Ja, Warteschaff, ja, ich denke schon. Habe ich auch im Mediabook Paranormal Activity Teil Nummer 4. Ich habe ja irgendwie noch gar keinen Teil von denen gesehen. Den lassen wir mal hier. Und wenn wir die gesichtet haben, können wir die eigentlich alle auch so weiterreichen. Harry Potter und der Feuerkelch. Mein Lieblings-Harry Potter. Oh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Also hier ist fast die komplette Harry Potter-Reihe auf Blu-ray. Was geht denn ab? Yo, und die Kammer des Schreckens haben wir hier auch noch. Oh, 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 oh. Also Freunde, da werde ich euch ein paar schöne Pakete schnüren. Und ihr seht es. Hier geht's richtig ab. Herzlichen Dank an den Christopher. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes haben wir dann hier auch noch auf Blu-ray. Und wer es noch nicht gemacht hat, definitiv Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann werdet ihr auf den Laufenden gehalten, wenn hier diese Blu-rays an euch, die Community, geschenkt werden, verschenkt werden, weitergereicht werden. Wahnsinn. Also Christopher, da machst du nicht nur mich happy, sondern auch die komplette Community mit dieser Aktion. Und dann haben wir noch den Wichser hier, geprägtes DVD-Steelbook. Guck mal hier. Immer eine geile Prägung, oder? Also geil. Das können wir eigentlich auch dann hier drüben hin. Und dann haben wir das soweit. Und hier drin sind dann noch weitere Schutzfolien, guckt mal das an. Da kann man auch immer brauchen. Und dann sind wir durch. Dann ist das Paket hier leer, wie ihr sehen könnt. Packt das mal hier auf die andere Seite. Und dann haben wir hier eben, muss ich ein bisschen anlehnen, weil ich glaube nicht, dass das so steht. Peninsula, der König der Löwen. Dann hier Leatherface auch noch in diesen Sondereditionen und The Crow. Können wir hier noch dazu packen, sieht man jetzt nicht so, dann packen wir es eben vielleicht hier dazu. So, wow, dann haben wir hier noch weitere Editionen. Wie gesagt, ich werde das alles durchgehen, meine Freunde. Und dann schaue ich mir das an und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze noch etwas besser sortieren für euch. So, dieses Film, den dürfen wir nicht so zeigen. Dann haben wir hier eben noch diese ganzen DVDs am Start. Dann noch diese ganzen Blu-rays hier
Oh ja, das ist der nächste Stapel, stapelweise Filme. Die Schutzfolien haben wir dann hier. Hier haben wir dann die ganzen Sachen, die ich an euch schon mal jetzt von Haus aus weiterreichen werde, weil ich weiß, dass ich die schon habe. Ja, und das hier so drauf. Dann kommt das hier noch her. So, schauen wir mal her. Da schauen wir mal her. Und da schauen wir mal her. Hier. So, da sind wir ungefähr auf gleicher Höhe. Alter Verwalter. Irre. Irre, aber im positiven Sinne. Christopher, herzlichen Dank an dich. Herzlichen Dank. Und Leute, zerstört den Like-Button. Zerstört den Like-Button jetzt mal für diese geile Aktion, denn euch erwarten hier ein paar richtig geile, ja, Blu-ray-Geschenkpakete in nächster Zeit. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr es auch garantiert nicht verpassen, wenn diese Sachen an den Mann gehen. Und Christopher, nochmal an dich. Herzlichen Dank. Mega-Aktion.